Moin Leute, willkommen bei einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Es ist 5:30 morgens und ich fahre jetzt zum Zopp und hol die Oma ab, denn die kommt aus Polen an. Um 6. Ich habe nur 2,5 Stunden geschlafen. Ganz blöde Nummer. Cześć, Babcia! Cześć! Babcia hat mir natürlich für Alia am Morgen noch ein paar Rufki mitgegeben. Besser ist es. Und ich werde mich jetzt noch für 20 Minuten hinlegen, weil dann müssen wir schon wieder aufstehen. Hallo Kamera, was machst du da? Ich komme zu meiner Mutter auch. Süß? Süß. Was sind das für Schuhe? Auch Schuhe. Ich laufe nur ein bisschen. Nicht, dass sie vorne zu weit sind. Mama ist jetzt tatsächlich obsessed mit den Lamm-Hausschuhen und probiert jetzt hier gerade mal an der Kasse live nochmal an. Die Vorstellung, an so einem warmen Kamin zu sitzen in solchen Schuhen, ist eine schöne Schuhe. Wir haben jetzt eine richtig gute Beratung, aber eben wollen wir von so einer älteren Dame beraten. Und die ist einfach mit dem Gespräch abgehauen. Ach nee, Alter, aus Prinzip brauchen wir jetzt hier bei der nichts. Mara hatte gerade ein bisschen Einschlafprobleme, deswegen haben wir nicht gepflockt gerade. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Wir sind auf jeden Fall im Elbe hier durchgestratzt. Ich habe immer vor der Tür gewartet, weil sie jetzt gerade endlich eingeschlafen ist. Wir lassen sie immer zu Hause schlafen und dann fahren wir erst los. Aber heute, weil Ali in der Kita ist, wollten wir das vormittags machen. Ist wirklich Ausnahme, ne? Ja. Weil sonst machen wir das gar nicht, weil ich hasse das. Ich habe so viele Leute. Das sind hier wieder so richtig 2019-Vibes in jedem Vlog Elbe. Wenn euch das gefällt, dann könnt ihr an der Stelle gerne Daumen nach oben da lassen. Für die Vibes. Das ist für den Winter und Herbst. Das wird ja ganz lange reichen. Wir haben auch Jacken aufgefüllt. Das heißt, die gibt es auch für Alia wieder. Wieso füllen die das erst jetzt auf? Wir sind natürlich mal wieder bei H&M, um Alenas Shopping-Sucht zu befriedigen. Wir meinten, wir nehmen keine rosa eine Winterjacke mehr, sondern eher eine dunkle wegen Schmutz. Dann meinte ich, da wird man sie ja eher überfahren, weil da sieht man sie ja gar nicht im Dunkeln. Und deswegen haben wir nach einer Jacke gesucht, die so ein bisschen Reflektoren hat. Hm. Jetzt haben wir eine ganz gute gefunden eigentlich. Ich glaube, das übersieht man nicht so. Ich weiß nicht, wir finden die irgendwie unfassbar hässlich, aber irgendwie auch richtig cool. Ich finde die nicht hässlich. Nein? Ich finde die übernice, ich würde die auch anziehen. Ich weiß nicht. Das ist so geil. Aber so eine braucht sie. Guck mal, so wie das ist. Deswegen, sie will sie jeden Tag anziehen. So nice. Nee. Wenn die 10 große Kaufe sind. Nee, dann nicht. Wir haben für Alias Geburtstag schon mal Dinger gekauft. Und ein Pulloverkleid und eine Jacke. Ich habe gerade so einen Pulli gesehen, der erinnert mich so krass an meine Kindheit. Guckt euch das an. Das ist so ein Pulli vom Flohmarkt irgendwie, ne? Ja, so dieses ausgewaschene Gelb, dann diese mit den Dermatinern. Ich fühle das. Das gab es früher so, war eine der einzigen Sachen, ne? Also den muss ich haben, der ist so süß. Wollen wir die nochmal holen? Ja. Auch süß, ne? Auch süß. 30 Kommas. Hi. Also ich bin Stammkunde. Ich habe so viele Gutscheine, ich kann die alle einlösen. Also hier ist noch ein 5 Euro Gutschein, hier ist noch ein 5 Euro Gutschein. Und ja, wirklich alles umsonst. Ne? Aber ja, sehr gut, sehr gut. Wir machen jetzt wieder eine Mahlzeit und zwar, wir haben ja von unterwegs immer so Gläschen. Dieses Mal von Hüb, weil von Alnatura gab es dabei DM letztens nicht. Hoffentlich macht sie keinen Hachi. Mittag bekommen sie immer zu Hause. Also das hatten wir noch nie, dass sie das im Auto gegessen hat. Außer als wir in Polen waren. Mara, hast du Hunger? Habba? Wo sind wir überhaupt? Bei Ikea. Warum? Weil du hier hingefahren bist einfach. Ich brauche noch Gardinen für Maras Zimmer, die abdunkeln. Weil bei ihrem Zimmer, ja, das wenn trotzdem. Die Sonne scheint, dann ist das echt, das Zimmer ist komplett hell. Eine Pflanze wollten wir und noch 2 Bilderrahmen. Ja, sie hat den Brei jetzt nicht gegessen, sie mochte den nicht, den Buttergemüsebrei. Und jetzt. Ich weiß nicht, wer hip ist. Was kein gutes Demeter Biogemüse von Holle ist. Ja, richtig. Oh, dieses verwöhnte Dreck, das will immer nur das Beste. Das zieht uns das Geld aus die Tasche raus, ey. Wir sind wieder zu Hause und ihr habt im letzten Vlog gesehen, wir haben etwas von Ikea geholt. Und so haben wir gesagt, für Mara dieses schöne Regal, was mir im Zimmer noch fehlt.
Und das werde ich jetzt einmal schnell aufbauen. Habe ich ja eben eine Kleinigkeit falsch gemacht. Aber jetzt sind die Dinger hier fest dran, oben und unten. Jetzt hole ich einmal die Schubladen. Nicht, weil Mara schläft. Jetzt ist Babcha eingetrudelt. Und die hat gerade zum ersten Mal das Zungenpiercing gesehen. Was meinst du jetzt, so ein Zungenpiercing? Alter, du siehst wirklich böse aus. Also Leute, schreibt mal in die Kommentare. Sie ist orange. Okay, nee, okay, so orange bist du echt nicht. Ich habe mich gestern bei der Werbung verlabert und musste es ungefähr 10-mal neu machen, deswegen ist es ein bisschen zu dunkel geworden. Sie hat sich einfach so 15 Mal das Bräunungszeug aufs Gesicht gemacht. War nicht witzig schon. Machst du dir kurz den Kaffee? Den Kaffee meint sie. Toffee Nut Latte. Die sind echt lecker, muss man sagen. Sie fragt immer, so hat Aurel den Kaffee, sonst nimmst du den Tee. Also ehrlich, dachtest du es auch? Ich habe es letztes Mal rausgefunden. Ich habe dieses Ding hier rausgepult aus dieser Verpackung. Ich mach's immer. Weil wir hatten andere, die waren so in so Tüten. Nein, die in den Tüten waren richtig, aber das ist ja so eng. Aber das löst sich auf. Und dann ist das Ding auch abgefallen schon, ne? Ja. Ja, eben. Danke. Sie zeigt dir die Sache, die sie aus Pommes gemacht hat. Was ist das? No? Alia, Mara. Das ist doch die komplette Chicken. Oh, das ist schön. Oh, süß. Und, oh, das ist. Oh, süß. Einmal. Die sagt gern, wenn ihr den Chicken. Meine Oma hat ihr so eine. Irgendwie so ein Buch auf Polnisch, damit sie auch heute mal vorlesen kann, ne? Mhm. Weil ich kann sie nicht vorlesen. Das ist gut. Mhm. Ey, guck mal, wie krass der Kaffee in drei... Das sind so richtige Piotruschki. Ich habe mir was bestellt, weil ich habe das bei Farid Bang gesehen. Ich habe mir eine Kette bestellt, so eine richtig fette. Das kann jetzt richtig in die Hose gehen, ne? Aber die Kette kann ich echt erst anziehen, wenn ich wieder dünner bin, ne? Und dann so voll tätowiert bin. Also weil so ein Choker ist das. Mein Outfit passt auch gar nicht, da muss ich Oversize so anziehen und so, ne? Ist mein Hals zu dick? Mm-mm. Oh Gott, guck mal, ich habe einen fetten Hals, ne? Diese Zentimeterzahl war bei den Leuten auf dem Bild bis hier. Die ist zu kurz. Alter, was habe ich für einen dicken Hals? Da muss ich eine Größe bestellen. Kannst du? Ja, das muss gehen. Sag mal, bei mir wie ist... Ja, also einfach nur so von der Länge her, meine ich. Was hast du für einen dünnen Hals? Ja, so muss das sein, ja. Alter, wie dick ist mein Hals denn dann bitte? Feine. Was? Ja. Ich bin jetzt bei meinem Vater und ich werde jetzt hier die Hecke einmal schneiden. Schirschlorbeer. Schirschknorbeer. Das ist alles mit verwuchert hier. Man sieht nichts mehr. Ich bin jetzt aber fertig. Moin Leute, es geht. Hi. Wir sind auf dem Weg in den Wildpark. Und wir haben Alia natürlich mal wieder komplett vergessen, weil wir sind nur noch zu dritt. Wie ja jeder weiß. Natürlich nicht, wir machen Alia jetzt eine kleine Überraschung. Wir holen sie früh aus der Kita ab, heute ist Freitag. Und... Ja, sie weiß davon nichts, weil das war jetzt eine spontane Idee und wir wollen eben in den Wildpark gehen. Mal gucken, ob sie sich freuen wird. Und an der Stelle würden wir uns schon mal über ein Däumchen nach oben freuen. Was? Wir sagen nicht Überraschung, weil sonst... Achso, sie hat eine neue Jacke mit Schild sogar noch. Bleib das dran, ist das... Mach mal das so. Oh, die Jacke passt gut zu den Füßen. Mara pennt einfach mit Mund auf. Wie süß. Was denn? Du sollst mir Lolli wegschmeißen. Ey, ich hab gerade getankt. Einfach für 1,78 Euro. Danke. Weißt du, wie teuer Sprit war? 1,78 Euro pro Liter. Ich glaube, ich suche mir mal ein Fitnessstudio in unserer Nähe. Mal gucken. Der schläft. Schläft. Alia, schläfst du? Alia. Alia. Ich meine, du siehst eingeschlafen. Alia, wir sind da. Okay, sie ist echt eingeschlafen. Wer denn hier? Was fährt denn lang, Alter? Also hier ist keine Ausfahrt vorne oder so. Ne? Wir sind da. Alia, komm, steh auf. Wo sind wir? In einem Zoo? Sozusagen, ja. Im Wildpark. Das ist ohne negativen. Man kann ohne ins Restaurant. Papa, da war schon. Kalt, ne? Ja. Kinder sind doch was Schönes. Man steht an, holt eine Pommes. Ich komme zum Tisch. Ja, Alia wollte lieber ein Franzbrötchen. Perfekt, vielen Dank. Mhm. Um irgendwen zu verprügeln. Willst du jemanden verprügeln? Mal gucken. Nicht Spaß. Nicht Spitz. Nicht Spitz. Meine Jacke ist zu dünn, ne? Ach, das wird ein ganz, ganz wilder Tag im Wildpark. Wir sitzen hier, warten auf unsere Pommes und es hat jetzt schon angefangen zu regnen. Mamas Jacke ist ihr zu dünn. Sie sitzt halt so. Mir ist einfach auch schon kalt. Ja, au, au. Ja? Ich Theo, kein Quatsch. Du hast
Es ist 30 Euro für nichts. Es wird richtig aufregender Waldspaziergang, ich freue mich. Und jetzt fehlt noch das Magen, gleich anfangen zu heulen. Und wir können sie nicht rausziehen, weil es regnet. Geil. Schmeckt? Schmeckt? Kannst du dich daran erinnern, wie du im Kinderwagen lagst? Ich kann mich noch manchmal, also so leichte Erinnerungen habe ich noch, dass ja, es voll schön war. Also so dieses nur rumliegen, voll kuschelig warm, immer rumgeschoben werden, so bei Regen. Ich kann mich da schon mal ein bisschen dran erinnern. 30 Euro umsonst. Wir gehen nach Hause. Einfach rein. Der Bruder ist hier ganz wild unterwegs. Hallo. Ohren. Oh, süß. Guck mal, wie fett das von oben ist. Okay, let's go. Oh, guck mal da oben. Ja, nur Gummischief fliegen. Yay. Babys, Alia, das sind Babys. Am 8.6. Alia, vor was hast du Angst, wenn du ins Bett gehst? Vor gespenstigen Wölfe. Wir sehen gleich Wölfe. Nein. Doch? Nicht. Mhm. Hier gibt's doch Wölfe, oder? Gab's hier nicht mal Wölfe, oder war das... Nee. Was? An die Luchse, ne? Ja, so denke ich. Viel Information. Ja, viel Information. Hier sind Luchse. Geiles Zitat habe ich gestern gelesen. Tiger und Löwen sind zwar stark, aber kein Wolf tritt in einem Zirkus auf. Das sagt mir schon zu. Das ist ja fast ein bisschen Training, was du da gerade machst. Aua. Ey, bist du bescheuert? Ich helfe dir. Ja, natürlich, die sind gefangen. Genau. Denkst du, es hat Bock hier zu sein? Wahrscheinlich scheiße, ne? Ja, ich bin heute hier mit meinem Lieblings-Instagram-Pärchen. Das ist Dagi B. Das sieht ein bisschen aus wie Mama, ne? Haben sie gefällt? Naja, also gegenüberstellen ohne Zaun würde ich mich dem Ding jetzt nicht, oder? Hast du mir gerade zugezwinkert? Fledermäuse sind geschlossen, aber jetzt haben die eine Kamera aufgehängt. Oh, da ist direkt einer. Und die machen den Finger rein. Habe ich gleich noch einen Finger? Was machen die? Was ist das? Ich will. Das war so klar. Nochmal mit dem Hausschwein. Gibt es, ne? Wo ja. Ist auch? Komm, wir sind jetzt im Geburtstag. Aber das Celine hat ja schon eins zu Hause, ne? Und du eigentlich auch. Junge, was für ein Fuckboy mit den Locken, ey. Oder? Ja. Der chillt. Du kommst aus dem Lakanese. Digga, der chillt sich. Der. Und der was? Der kommt aus dem Schnösel. Das ist ein Luker. Und so, Digga, das ist so ein richtiger Blankenese, voll mit den Haaren auf Oldschool angelehnt. Und du? Alter, heute Abend wieder Club Hamburg, die Chayas am Klären, oder was? Das ist der Türsteher. Ja. Oh, komm her. Also hier mal hin zum Bambi, das sind Babys. Gehst du mal bitte einfach zum Bambi? Wie schön. Die sind richtig schüchtern, ne? Also richtig skeptisch. Ja, ja. Das ist ein Baby. Hey! Geh mal hin. Wir sind jetzt hier gerade in diesem Freigehege sozusagen. Hier sieht es einfach so aus wie bei Herr der Ringe. Heute wird vielleicht Baby Junior gezeugt. Meine Eltern würden sich freuen. Ja, mein Vater wird sich auch freuen. Und ja, dein Vater auch. Unsere Eltern würden sich richtig freuen. Und die Nachbarn von meinem Vater sagen auch schon, wir müssen auf jeden Fall. Wir müssen noch einen Jungen bekommen. Oh, ich hatte dieses Gefühl, wo wir spielen können. Er sitzt da einfach so wie Mara. Grüß dich. Jetzt? Nach oben, ne? Ja. Das gefällt mir richtig gut. Alter! Guck mal, was hier. Hier kann man gucken, wie stark man ist. Braunbären sind etwa 2,5 bis 5-mal so stark wie ein Mensch. Was? Bist du fast wie so ein Braunbär? Oh ja, anscheinend ja. Warte, ich will gucken, wie. Aber weil, guck mal, ich kann das ja nur mit Schwung. Wenn ich ohne Schwung mache. Stopp. Ich so stark. Also legt euch nicht an mit ihr. Mit mir oder mit anderen. Jetzt ich. Du bist fast nur ein Waschbär. Ein kleiner Pimmelwaschbär. Okay, wenn ihr ein Problem mit mir habt, dann habe ich verloren heute. Alias, du warst genauso stark wie du. Aurel allein mit den Beatles, ich sage es euch. Mom.
Mann, ich will doch nur ein Streichel. Du bist kein Bambi-Flüsterer, Schatz. Nee, bei Katzen klappt das irgendwie besser. Ist das ein Pferd oder was ist das? Was ist das? Ein Elch. Ach, ein Elch. Der Weihnachtsmann hat auch solche Elche, die sind immer auf dem Schlitten. Nein. Der Weihnachtsmann hat Rentiere. Stell dir mal vor, der Weihnachtsmann kommt mit dem Elch, Alter. Von Alina, der Weihnachtsmann, der ist immer mit dem Elch gekommen. So mit so einem Viech. Das hat er vor seinem. Wie schön wäre das, ne? Hier im Müllpark gibt es eine Aussichtsplattform. Und die war ganz lange Zeit kaputt. Beziehungsweise früher, als ich klein war, war die aus Holz. Und jetzt wurde die neu gebaut aus Metall. Können wir noch höher? Ja, 10 Meter hoch sind wir. Und das machen wir. Wir sind einmal nach ganz oben gelaufen jetzt. Komm mal her. Ja. Boah, sie kennt das. Guckt mal bitte, wie schön der Ausblick. Mama! Hi, wink mal. Wir waren 45 Meter hoch. If it for the ears, I know that's how they like. Yeah, I fantasize. Tell me that it's real when it's all said and done. I said it how I feel it. I let them hear the fear of a passive aggressive. Angry black man with a passion. Steady grip while I shoot to the stars with a full clip. Chatting nine with a loose sleeve. Then I'm proof. Das war gut. Das wollte ich schon lange mal wieder machen. So hoch ist das. 45 Meter. Ist Mama da? Ah ja. Er ist kalt. Echt? Ich muss mir einen Muff holen. So ein kleiner süßer Otter. Oh mein Gott. Die Muttern sehen so aus. Hi. Hörst du das? Sag mal leise. Was ist das? Das ist eine Eule. Da. Das ist eine ganz große Eule. Das ist ein Uhu, keine Eule. Ein Ist das Reh vorhin gelaufen? Bambi. Bambi? Tschüss, Bruder. Es war mir wirklich eine Ehre, heute mit dir den Tag verbracht zu haben, ja? Wir sehen uns. Wieder zu Hause. Jetzt geht hier wieder direkt die Post ab. Alunio Yesunio, Marusha Potusha. Und wir haben neue Schuhe bestellt. Meine. Alia, jetzt haben wir endlich mal gute Winterschuhe. Gore-Tex hier sogar. Das ist echt schön. Ich habe Maras erste Winterjacke, Leute. Von Zara. In Größe 80. Und die gleiche hat auch Alia. Alia, zeig mal deine. Kuschattacke. Haben wir dich schon mal vergessen? Was willst du den Leuten sagen? Dass ihr gar nicht eure Kinder mitgenommen habt. Genau. Statement. Ihr habt selber nicht eure Kinder mitgenommen. Aber ich sehe cool aus, kein Kind cool, oder? Sehr, sehr cool, ja. Nur komm schnell. Nur komm! Wir müssen jetzt mal für die Treppen so einen Gitterschutz kaufen. Das müssen wir später oder morgen mal bei Amazon gucken, weil das ist mir hier zu gefährlich mit dir. Meine Puppi. Wir warten jetzt und dann werden wir einen Spielabend machen. Wir haben ein bisschen drauf geräumt. Die Küche ist noch nicht ganz sauber, aber